Unser nächstes Thema. Vom Callcenter-Angestellten zum Tierheimhelden mit Riesenherz. Ja, diese Geschichte berührt uns alle. Patrick hört von den traurigen Zuständen in einem Tierheim in Altentreptow. Durch die Krise bleiben die Spenden aus. Es gibt kein Futter, kein Geld, keine Hoffnung. Aber dann kommt Patrick nachts im Traum eine Idee. Laika und Ben sind Fundhunde und erst seit ein paar Tagen im Tierheim Altentreptow. Sie sind einfach am Waldrand ausgesetzt worden und saßen da wie zwei Häuflein elend im Regen und das war überhaupt nicht schön. Insgesamt 5 Hunde und 45 Katzen warten hier auf ein neues Zuhause. In Zeiten von Corona fehlt es dem Tierheim an allem, denn die Spenden bleiben aus. Aber dann kommt Patrick. Eine Idee, 2 Nächte drüber geschlafen und los geht's. Die Idee hatte ich schon sehr, sehr lange, muss ich sagen, aber ich wusste immer nicht, wie. Wie fängt man sowas an, wie macht man das, kommt das bei den Leuten an? Ja, denn so doof sich das anhört, sag ich mal. Ich habe davon nachts geträumt, bin morgens wach geworden. Wirklich sehr, sehr früh war das, um 6 Uhr, glaube ich. Habe mir einen Kaffee gemacht und habe einfach mal eine WhatsApp-Nachricht verfasst. Die war sehr, sehr lang und die habe ich in meine Kontaktdaten losgeschickt. Patrick hat selber 2 Hunde aus dem Tierheim und fühlt sich verwaisten Tieren immer schon verbunden. Die Vorstellung, dass Katzen und Hunde aufgrund fehlender Spenden vielleicht hungern und frieren müssen, macht ihn so traurig, dass er einen Spendenaufruf bei Facebook erstellt. Schon nach kurzer Zeit melden sich über 90 Menschen. Sie unterstützen ihn und schicken Pakete mit Tierzubehör. Ich bin sprachlos, bin ich ganz ehrlich. Mit diesen großen Spendenaktionen hätte ich nie mit gerechnet, dass so viel zusammenkommt. Katzenleckerlis, Hundeleckerlis, es ist gutes Trockenfutter, Nassfutter für Hunde und Katzen. Es ist Spielzeug dabei, es ist eine Waschmaschine dabei, 2 Kratzbäume sind dabei, mehrere Decken, alles, was sie gebrauchen können. Ne? Also es ist für Hund und Katzen auf jeden Fall alles dabei. Der 33-Jährige will damit dem Tierheim seiner Geburtsstadt Altentreptow helfen. Das ist ein kleines Tierheim, das hauptsächlich ausgesetzte Fundtiere aufnimmt. Gisela und Katja Vogt haben vor 5 Jahren eine Katze von dort adoptiert und selbstverständlich machen sie bei der Spendenaktion mit. Unser ein Bedürfnis eigentlich auch, da mitzumachen. Denn die Tiere können ja nicht dafür, wenn sie ausgesetzt werden. Ne? Wenn Corona nicht wäre, würde ich sie einfach ganz doll drücken. Das machen wir einfach symbolisch, ja, denn, ne? Ich finde die Sache so toll. Schön. Jetzt könnte ich schon heulen. Alles gut, danke schön, danke, ne? Eine ganze LKW-Ladung voll mit nützlichen Sachen für die hilfsbedürftigen Tiere. Patrick wird schon sehnsüchtig von der Tierheimleiterin erwartet. Okay. Ja, hallo. Ich mach mal so. Ja, ich bin Susanne. Wir sind total dankbar. Also im ersten Moment waren wir sprachlos. Ich habe auch auf Facebook verfolgt, was so an Spenden reinkam. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und wir sind einfach erleichtert, weil es war wirklich sehr, sehr knapp, dass wir jetzt ich habe schon ein bisschen mit Angst den kommenden Monaten entgegengeguckt haben. Dank der Spenden ist für die Tiere dieses Jahr gesorgt. Weihnachten kann kommen. Doch Tatsache ist, Tierheime brauchen die Unterstützung von außen und Helfer wie Patrick. Ich will das noch größer machen und ich will das auch als kleines Challenge für mich machen. Diesmal haben wir so viel zusammengekriegt, nächstes Jahr will ich mindestens das Doppelte haben. Und das schaffe ich auch. So oder so, für Laika, Ben und all die anderen Tiere in Altentreptow ist Patrick jetzt schon ein Held.